Und rein da. Nanu, wer fehlt? Ah, Shahira macht wieder ihre extra Wurst und läuft übers Blumenbeet. Du bist ja eine schöne Druidin. Okay, Halbdruidin. Ah, komm schon. Da ist die Statue wieder, von der ich gesprochen habe. Okay. Der weise Alondo. Den Namen hört man auch echt zu häufig. Der hat halt die Prophezeiung ausgesprochen, die im inneren Hof besungen wird. Gerugon, mein Kind, lasst euch ansehen. Euer Gesicht hat ein paar Linien mehr zu verzeichnen, seit ich euch unterrichtete. Ja, eine Menge mehr Linien. Ah, Karan, ihr sprecht die Wahrheit, doch es ist nicht eure Schuld. Ihr habt mich so gut wie möglich auf das vorbereitet, was jenseits dieser Mauern lag. Ich bete nur, dass ich bereit dafür bin, was mich innerhalb dieser Mauern erwartet, nun da ich zurückgekehrt bin. Warum? Was stimmt hier nicht? Soll ich die Wachen rufen? Die Wache ist nicht mehr wert als ein Bündel Reisig. Ich denke mal, die Wachen werden mit zu den Doppelgängern gehören. Das wäre so der erste Schritt, den ich machen würde, wenn ich ein Doppelgänger wäre. Also erstmal die wichtigsten Schlüsselpositionen einnehmen, wie der Anführer von dem ganzen Orden hier. Vielleicht erstmal seine Adjutanten und dann den Anführer. Und dann auf jeden Fall den Anführer der Wache und nach die Wachen ersetzen. Also werden wir nicht die Wachen rufen. Die Wache ist nicht mehr... ist nicht mehr wert als ein Bündel Reisig. Bitte sagt mir, ob ihr in der Bibliothek in letzter Zeit etwas Seltsames gesehen habt. Merkwürdig. Ja, genau das ist das Wort, mit dem ich diesen Kerl Kuveras beschreiben würde. Er war hier, direkt neben mir, und nahm Alundos Wahrsagung aus dem Regal, um sie zu lesen. Ich konnte seine Stimme hören, erkannte die Worte des Sehers, die er leise rezitierte, aber als ich mich vorsichtig umdrehte, um ihn aus dem Augenwinkel zu betrachten, sah ich etwas äußerst Merkwürdiges. Seine Augen waren geschlossen und er sagte Seite für Seite wie aus dem Gedächtnis auf. Er muss wohl eure Schritte gehört haben und ist weggegangen. Ich war gerade dabei, die Wahrsagung wieder an ihren Platz zu stellen. Schaut doch ein wenig um. Ich fürchte allerdings, wenn dieser Kuveras gefährlich sein sollte, dann bin ich wohl keine Hilfe, sondern eher ein Hindernis. Viel zu alt und verstaubt von den ganzen Büchern. Verzeiht mir, aber ich muss euch jetzt verlassen. Na gut, aber die... Bist du Kuveras? Nee, du bist nur ein Gelehrter. Hier sind überall Statuen von ihm. Oh, er hat die Kerzenburg begründet. Das wusste ich auch noch nicht. Und seine Weissagung würde ich auch gerne mal finden. Die soll hier noch irgendwo rumliegen. Schauen wir mal. Oh, Spinnennetz. Na gut, aber wir werden hier nichts klauen. Nein, immerhin, wir werden hier nichts klauen. So, wer bist du? Noch ein Gelehrter. Ich suche jetzt die Weissagung vom Alundo, denn ich würde sie gerne mal in ganzer Form lesen und nicht vorgesungen bekommen von einem Chor von durcheinander plärrenden Stimmen. Geschichte des Elfenhofs. War im Intro nicht so eine Glasvitrine mit einem Buch gezeigt? Das wäre doch der richtige Ort für so eine wichtige Schrift. Aber ich sehe hier keine Vitrine. Nur jede Menge Bücherregale. Wenn man das jetzt damit so mit unserem Mittelalter vergleichen würde, wo ein Buch mehr wert war als ein ganzes Dorf, dann ist hier ein riesiger Reichtum angehäuft. Aber den Forgotten Realms... Oh, was bist du denn? Ein Brief? In den Forgotten Realms sind Bücher ja nicht ganz so teuer. So, nee, das sind die anderen Briefe, die wir gefunden hatten. Ah. Während der Tage der Avatare. Oh, das sind die Times of Troubles. Die deutsche Übersetzung weiß ich leider gerade nicht. Ein Zeitalter des Irgendwas, wo die Götter auf die Erde gebannt wurden von Ao, dem Allvater.
Während der Tage des Avatare wird der Herr des Todes eine Zahl sterblicher Nachfahren in die Welt setzen. Oh, das hört sich nach der Prophezeiung an. Unter diesen Nachkommenschaften werden solche von guter und solche von böser Gesinnung sein, doch sie alle werden vom Chaos beherrscht werden. Wenn die Bastarde der Bestie herangereift sind, werden sie verheerenden Schaden über die Lande der Schwertküste bringen. Eines dieser Kinder ist dazu bestimmt, über die anderen hinauszuwachsen und das Erbe seines Vaters anzunehmen. Dieser Erbe wird die Geschichte der Schwertküste über Jahrhunderte hinweg bestimmen. Das hört sich aber nur nach einem Teil der Weissagung an. Außerdem ist sie falsch übersetzt, denn es war nicht der Herr des Todes, sondern der Herr des Mordes. Aber die nehmen wir erstmal mit. So, oh, bitte lass das Ganze nicht über die ganzen Regale verteilt sein. Ah, Geschichte von Halruna. Ja, also ein Rollenspieler könnte sich hier richtig austoben, alles einmal durchlesen. Aber dafür haben wir nicht die Zeit. Ah, die Nachkommenschaft des Herrn des Mordes ist dazu bestimmt, über Blutvergießen und Leid an ihr Erbe zu gelangen. Ihr Vater hofft darauf, dass nur ein Kind überlebt und sein Erbe antritt. Ich prophezeie euch, dass bald Kinder sich in einem blutigen Massaker gegenseitig niedermetzeln werden. Naja, gut, wenn sie sich nur gegenseitig umbringen, ist ja alles okay. Aber so leicht ist das meistens nicht, hm? Geschichte des Mondsees. Diese Wände umschließen das. Du bist auch nur ein Gelehrter. Oh, wer bist du? Theodon, jetzt hört doch alles auf. Wenn das nicht Gerogon ist, ich habe euch schon fast, ein halbes Jahr. Auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit nicht gesehen. Hallo Theodon, wie ist es euch denn ergangen? Ich kann mich noch daran erinnern, wie ihr in eurer kleinen Strampelhöschen durch die Burg gerannt seid. Peinlich. Ihr habt die Alten belästigt und den Kühen einen Schrecken eingejagt. Stimmt's, Jessup? Wo ist Jessup? Ah, aber sicher. Ja, natürlich. Ihr habt eure Lumpen noch nie lange anbehalten. Ja, ich erinnere mich. Doch wie ist es euch ergangen? Ihr habt euch sofort splitternackt ausgezogen, sobald man euch den Rücken gekehrt hat. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als jener Schwarzstab hereingeschlendert kam und ihr, dicht verfolgt von Grain, im äußeren Burgbereich herumranntet. Ihr habt ihm einfach den Mantel von den Schultern gerissen und euch den niedlichsten kleinen... Schwarzstab ist übrigens auch ein sehr bekannter Magier. Ja, ich erinnere mich. Können wir das einfach ruhen lassen? Wie ist es euch ergangen? Wartet, ich kann mich jetzt wieder an alles erinnern. Da war doch Kelb Schwarzstab, der sein Möglichstes getan hat, um wichtig auszusehen, während ihr mit seinem Umhang als Lendenschutz durch die Stelle gerannt seid. Das war ein toller Streich, nicht wahr, Jessup? Ich dachte, ich müsste vor Lachen sterben. Ein sehr trockener Humor, der Kerl. Wir beide. Grain zitterte am ganzen Leibe, so wütend war er. Das hat zwar Spaß gemacht, doch ich muss jetzt wirklich gehen. Niemand wusste so recht, was er unternehmen sollte. Und dann murmelte Kelb so ein paar Worte und packte euch mit einer Art gespenstischer Hand am Kragen. Er hat euch hochgerissen und euch direkt vor seine Füße fallen lassen und gleichzeitig seinen schmutzigen Umhang gepackt. Alles hat sich gefürchtet, nicht wahr, Jessup? Brachten vor Angst kein Wort heraus. Ja, und dann brachte halt Kelb plötzlich in das schallendste Gelächter aus, das ich je gehört hatte. Alle in der Burg lachten wie verrückt, außer ihr, Gerogon. Ihr habt einfach splitternackt dagestanden und euch gefragt, was der Aufruhr wohl zu bedeuten hatte. Das waren noch Zeiten. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber sicher doch, junger Mensch, ihr dürft jederzeit vorbeikommen. Ich habe noch einige Bilder von euch als Kind. Eure Freunde würden sich die sicher gerne ansehen. Erinnert ihr euch noch an das mit Gerogon auf der Bärenhaut, Jessup? Aber sicher, wie immer in Adams Kostüm. Ihr wart ja wirklich ganz niedlich. Geht jetzt mit euren Freunden spielen. Los. na gut. Gehen wir mal ein bisschen spielen. Du siehst mir wie ein normales Buch aus. Die Geschichte von Esther Gau. Du bist ein Gelehrter. Jupp.
Noch mehr Zaubersprüche, die wir nicht stehlen werden. Und die Geschichte dem. Ja, es ist schade, dass in der deutschen Übersetzung so viele Zeilenumbrüche da sind. Oder zum Beispiel hier beim Speichern, dass man dies nicht richtig lesen kann. Das kommt recht häufig vor. So, die Geschichte der. Im Gegensatz zu der Geschichte dem. Und was haben wir hier? Geschichte des? Nee, die Geschichte von Dambras. Aber hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, das Netz. Na gut, das wird wohl alles von Alundos Prophezeiung gewesen sein. Wir können hier hoch oder wir können da lang. Gehen wir erstmal da lang. Immer eine Etage zur Zeit. Ein Gelehrter. Ich denke mal, alle in den gelben Roben werden einfach nur Gelehrte sein. Was haben wir hier? Eine Küche in der Bücherei. Stimmt, ich kann das nicht ab, wenn rotznäsige Belger hier in die Küche herumschnüffeln. Zieh Leine, bevor du was auf den Kopf kriegst. Und du? Was suchst du hier in meiner Küche? Ich dachte, das wäre ihre Küche. Martha mag es nicht, wenn sie Fremde in ihrer Küche aufhalten. Stimmt's, Martha? Stimmt. Zieh Leine, bevor du was auf den Kopf kriegst. Na gut. Dann gehen wir mal in die Vorratskammer. Die leer ist. Also zumindest nichts, was von uns Interesse hatte. Für uns von Interesse wäre. So, hier ist wohl die Knabberecke mit ein bisschen was zu lesen. Na gut, dann müssen wir wohl doch hoch. Geht's auch runter? Nö, so weit sehe ich nichts. So, alle dahin. Hier liegt wirklich kein Buch mehr rum. Ja, dieses Buch aus dem Intro irritiert mich ein bisschen. Das sah wichtig aus. Unsere Bibliothek ist der Harem des Wissens der Menschheit. Hat er gerade Harem des Wissens gesagt? Na gut. Guten Tag, Georgon. Ich freue mich, euch hier wiederzusehen. Nur schade, dass ihr nicht in einer ruhigeren Zeit zurückkommen konntet. Warum? Was ist los, dass ihr so angespannt seid? Oh, ich bin sicher, das ist nicht der Rede wert. Es haben da nur ein paar seltsame Ereignisse stattgefunden. Da sind zunächst einmal jene Händler, die einem so gar nicht wie Geschäftsleute vorkommen. Und einige unserer eigenen Mönche benehmen sich auch etwas seltsam. Ganz besonders einer. Wirklich? Und wer sollte das sein? Nun, das ist dieser Typ namens Kovaras. Vielleicht ist er irgendein fahrender Gelehrter. Aber er scheint sich viel stärker für unsere Gäste zu interessieren als für unsere Bücher. Er macht mich nervös. Er hat wohl auch auf andere schon diese Wirkung gehabt. Der junge Schistal benimmt sich auch schon seit einigen Tagen recht merkwürdig. Er hat keine so dicke Haut wie ich. Erinnert ihr euch noch daran, wie nervös er früher war? Jetzt ist er ganz das Gegenteil davon. Er scheint völlig verwandelt zu sein. Okay, das wird dann wohl ein Doppelgänger sein. Also diesen Kovaras, davon haben wir schon gehört. Und Schistal. Nach den beiden sollten wir uns noch weiter umgucken. Ich mache mir nur um ihn Sorgen. Ich sollte jetzt gehen. Hat mich gefreut, euch wiederzusehen. Ja, schön. Wer bist du? Priester des Ogma. Was machst du denn hier oben? Hallo, ich bin der Stufenkoordinator. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ulraund war der Anführer von Kerzenburg. Wer war Tessoril? Könnt ihr mir sagen, wo ich Tessoril finde? Tessoril ist sehr beschäftigt und ich kenne seinen Terminplan nicht. Tut mir leid. Ich wüsste gerne, wo ich Ulraund finden kann. Ihr findet Ulraund in seiner Wohnung im 6. Stock. Ich würde ihn jedoch dort nicht stören. Er mag es nicht, wenn man ihn unangenehm belästigt. Unangemeldet.